Hallo meine Lieben, ja, heute kommt wieder ein Wunschfilmchen. Ihr schreibt mich ja oft an. Manu, kannst du das verfilmen? Bitte Manu, hast du da ein Rezept? Und was gerade ganz, ganz oft kommt, ist wirklich, ob ich Frühstückssachen verfilmen kann. Es gibt auf meinem YouTube-Kanal ja schon eine Frühstücksbowl. Ich habe euch das Birrer Müsli habe ich schon verfilmt. Knuspermüsli habe ich schon gefilmt. Also ihr müsst einfach mal ein bisschen durchscrollen auf meinem Kanal und da findet ihr schon einige Frühstücke. Aber auch in meinem Buch, Band 1, in meinem Büchlein habe ich Frühstück drin. Ich habe einen Frühstücks-Smoothie drin. Ich habe ein Porridge habe ich euch drin, das richtig, richtig lecker ist, wo richtig gut sättigt auch. Also das mache ich mir regelmäßig. Und was ist noch für Frühstück? Und die Erdbeerbowl ist auch drin hier. Also, und heute kommt noch ein Frühstück. Und zwar möchte ich heute einen Frühstücksquark machen. Der geht auch wieder ruckzuck. Ist wirklich ein paar Sekunden, hat man eben ein Frühstück gemacht. Und man kann das dann einfach noch ein bisschen toppen mit frischen Obst, was man da hat, oder mit Trockenfrüchte, mit Haferflocken, mit Nüssen, mit Kokos, ach was weiß ich. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Ich habe alles schon wieder hergerichtet, ihr seht's. Wir brauchen als erstes 150 Gramm TK-Obst. Nehmt ihr einfach das, was ihr da habt, oder ihr friert euch einfach eure Bananen, die nicht mehr so toll sind, ein. Ich habe jetzt einfach Heidelbeeren und Erdbeeren hergenommen, die habe ich noch eingefroren gehabt. Das, was einfach da ist, das nimmt ihr euch einfach hier. Das kommt jetzt gefroren in den Mixtopf rein und das wird jetzt einfach mal grob zerkleinert. Und zwar machen wir das jetzt mal 7 Sekunden auf der Stufe 7. 7 auf 7. Das Messer geht schon ins Leere. Ja, kommt immer drauf an natürlich, was ihr für ein Obst reingibt. Bei den Bananen habe ich zum Beispiel wirklich die 7 Sekunden gebraucht. Ja, es hat es ziemlich nach oben geschleudert, seht ihr das? Aber ich mache es nicht kleiner, denn ich möchte eben in meinen Frühstücksquark noch ein bisschen auf das Obst eben kauen, sage ich mal. Darum mache ich es nicht ganz, ganz klein. Ja, jetzt wird es nach unten geschoben. Dann setzen wir uns den Schmetterling ein. Ich hole euch ein bisschen noch weiter rüber. Schmetterling einsetzen. Wisst ihr ja, wie es funktioniert? Einfach aufs Messer drauf. So, aufs Messer drauf und nochmal kontrollieren, dass er auch wirklich richtig schön fest sitzt. Dann brauchen wir 250 Gramm Quark, also Magerquark. Es soll ja gesund sein. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Quark nehmen mit mehr Fett, also so wie ihr das wollt. Aber ich gewöhne mir das jetzt gerade ein bisschen an mit dem Magerquark und es geht schon auch. Jo, den haben wir drin. Dann brauchen wir 50 Gramm Milch, damit uns das ja schön cremig wird. Und wie ihr mich kennt, ich brauche Zucker, ich kann nicht ohne Zucker. Ja, ich gebe halt einfach noch ein bisschen Zucker. Ich habe mir jetzt abgewogen, das sind jetzt so circa 20, 30 Gramm. Also je nach Geschmack gibt es euch einfach noch ein bisschen, wenn ihr wollt, Zucker dazu oder ihr lasst ihn einfach weg. Aber ich, ja, bin einfach eine Süße und sonst bringe ich das wirklich, ich bringe es sonst nicht runter. Das ist einfach, wenn ich mich schon zum Frühstücken zwingen muss, dann ein bisschen süß. Ja, jetzt verrühren wir das Ganze einfach mal 10 Sekunden auf der Stufe 2 mit Schmetterling und dann wird es noch cremig gerührt. Also 10 auf 2, dass das jetzt einfach mal miteinander vermischt. Genau, und dann, wenn die 10 Sekunden um sind, dann machen wir das Ganze nochmal 30 Sekunden. Ja, fertig. Jetzt machen wir das noch 30 Sekunden. Und zwar auf der Stufe 4. Ihr wisst ja, mit dem Schmetterling wirklich nur bis 4 rühren, sonst geht euch der Schmetterling kaputt. Oder Rühreinsatz kann man natürlich auch sagen. Und jetzt rühren wir das Ganze richtig schön cremig. 30 Sekunden auf 4 und dann ist unser Frühstück auch schon fertig. Termi bimmelt, Frühstück ist fertig.
Oh, herrlich, herrlich. Man sieht richtig die Blasen. Jetzt gehen sie weg, wenn ich es euch jetzt so zeige, wie schön cremig. Aber vielleicht könnt ihr noch hier, wo bin ich denn hier? Nein, hier. Ganz falsch schon. Hier die Blasen sehen, wie richtig cremig das jetzt geworden ist. Und jetzt nehmen wir den Schmetterling-Rühreinsatz raus. Füllen uns das jetzt um und dann wird das bloß noch schön getoppt, schön dekoriert und dann schmeckt es natürlich gleich nochmal so gut. Schaut mal, wie cremig, richtig schön cremig. Ich könnte natürlich auch wieder die doppelte Menge machen, aber ich bin wieder allein. Mir reicht heute wieder 250, da bin ich froh, wenn ich das runterbringe überhaupt. Ich werde es eh nicht packen auf einmal, denke ich. Aber das werde ich halt jetzt Laufe des Tages immer wieder essen. Aber schaut euch die Farbe an, ist doch wieder meins, oder? Ist doch schicki, schickimicki. Pink passt. Ja, ich werde mir das jetzt noch ein bisschen schön dekorieren. Dann mache ich noch ein Foto, setze euch das am Anfang und am Schluss hin und ja, das wird heute so mein Vormittagsessen sein und ja, macht es doch einfach nach. Probiert es zu frühstücken, es ist wichtig und so gesund und lasst am besten den Zucker weg und macht es nicht so wie ich. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht es gut, bis ganz, ganz bald, eure Ruckzuck-Manu.